But if you close your eyes. Oh, jetzt. Hi, herzlich willkommen. Flimpy, mein Name. Zur nächsten Folge Minecraft Feed the Beast Infinity Evolve. Ich habe jetzt irgendwann komisches auf meinem Aufnahmeprogramm angeklickt, was mich gerade nervt. Macht das weg. Das war jetzt besonders falsch. Super, jetzt haben wir es. So. Wo waren wir denn jetzt so? Müssen wir dann ein Dach noch was machen? Ich bin auch leicht ein bisschen angeschlagen, weil gestern, also heute Nacht war ja Super Bowl. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen und mir das angeguckt mit meinen Freunden. War gut. Um mit dem Gespräch mal auszudehnen. Das ist Fichte. Ich brauche eine Fichte. Gib mir die Fichte. Wir brauchen dringend unsere Tinkers Construct Axt. Nice. Ich hab eine dichte Fichte. Okay, hier haben wir alles. So, wir brauchen nichtsdestotrotz weiter und vor allen Dingen mehr Holz. 7 Hölzerchen haben wir. Jetzt haben wir 35. Stöckers. Das war ja mal so was von falsch. Ist aber nicht schlimm. So. Stöckerse. Oh, falsch. So, eben mal her. Ich glaube, das hätte ich gar nicht die Fichte benutzen müssen. Hätte mit dem anderen Holz auch geklappt. Aber gut. Ist jetzt nun mal so. Fuck. So, machen wir hier mal 4 hin und hier mal 2. Das sollte jetzt eigentlich reichen. 1, 2, ich habe noch die Längszeiten, kann ich schon schlafen? Nö, kriegt noch nicht. Das ist ein ganz normaler Zaun, ohne irgendwie hier Param drumrum. Das reicht leider dennoch trotzdem nicht. So, jetzt sollte es aber reichen. Wir sollten uns mal zum Schlafen hinlegen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Ja, nächstes Jahr kommt jetzt hier gleich die Treppe runter. Die schon. Ah, nee, das ist Eiche, nicht Fichte. Fall runter. Müssen wir mal gucken, wie ich das hier unten später baue. Also das ist das Problem von Zukunftsflimpy. Das ist jetzt erstmal Gegenwartsflimpy egal. So. Obelisk wäre auch mal geil. Ich habe 2 Zäune. Habe ich noch hier irgendwie Zäune? Nee, aber das Ding hier. Stromkabel habe ich glaube ich noch nicht, wa? Das ist doch alles nervig. Ah, ich kann das doch hier so draufsetzen. Kann man das doch leicht machen? So. Setz das da drauf mal. Oh. Jetzt noch. Ja gut. Er macht jetzt nicht die Welt, aber es reicht. So. Jetzt erstmal hier alles an Stuff mitnehmen. Zack. So, jetzt hat der wieder was zu tun. Der kann ein bisschen was verarbeiten. So, und wir haben immer noch hier noch Energie. Weil wir können den mal ausschalten.
Offline, perfekt. 10 Millionen RF, man sollte doch wohl. Ich sag euch, manchmal ist das echt zum Kotzen. Mir fällt gerade doch auf, ich hab vergessen, oh shit, die Musik anzumachen. Och, Alter. So, das haben wir. Nice, haben wir alles. Müssten wir jetzt mal gucken, wie wir so allmählich weiterverfahren wollen. Kraxel mal hoch. Ich glaube, wir machen erstmal so den Innenausbau des Hauses. Oder unseres kleinen Häuschens. So, ein zweites Bett wäre ziemlich cool, wegen der Ordnung halber. Na, nee, hier ist es falsch. Hier ist es auch falsch. Wo ist denn jetzt hier dieser da? Komische Wolle. So. Hätten wir das auch schon mal. 1, 2, 3. Jetzt müsste ich halt nur gucken, wie ich das am besten baue. Mach mal hier. So, perfekt. So, das sind 4. Ups, das sind 8. Ich glaube, das sollte eigentlich sehr schon reichen. Bin mir jedoch nicht ganz sicher. So. Jetzt machen wir uns das mal ein bisschen kompliziert. 2 runter. Noch Sand in der Tasche? Nee, aber Bruchstein. Könnte aber auch einfach. Der Einfachheit halber. Einfacher, einfachen Willen. Um der Einfachungshalber. Wie heißt denn das Wort, was ich gerade suche? Oh, das war jetzt doof. So, weil wir faul sind. So, jetzt haben wir das. Die Treppe kommt hier runter. Das heißt, wir brauchen hier unser Steg. Zack, zack. Zack, zack. So. Upsala. Dann packen wir hier 1. 2. Nicht meine Absicht. 3. So, das Glas baut gleich wieder ab. 4. Und hier setzen wir jetzt einfach von unserem Ufer Ditte dahin. Perfekt. 1. Ah, das runtergefallen. Doch, doch. Glas ist wertvoll. Zumal auch ziemlich klares Glas. So. Zack. Zack. Mal hier so ein Weg nach unten. Dann können wir hier auch schon Fackeln hinsetzen. Ups. So sollte das eigentlich nicht passieren, aber gut. So, jetzt haben wir hier schon die erste Fackel. Hier müssen wir, setze ich einfach hier oben drauf. Nicht schön, aber einzigartig. Ich bin ins Wasser gefallen. Das Schwein stupt mich.
Nein. Ich glaube, das will mich umbringen. Bin mir nicht ganz sicher. Hat schon so was angedeutet. So. Wir hätten die hässliche Plattform mit hässlicher Haus. Muss ich jetzt echt nur noch bauen. Weil die Lampen hier fallen mir irgendwie nicht mehr. Warte, bis ich diese komische Glowstone habe und dann können wir da mal gucken. Ich glaube, ich müsste so, ja, die Sachen für Neta da haben. Jep, Hammer, perfekt. So, passt mal auf. Dann machen wir uns den Jansens einfach. Das Neta-Portal braucht erstmal einen Eingang. So, den hätten wir. Dann bauen wir uns das Portal einfach hier in die Ecke. So, hier kommt es jetzt hin. Wir brauchen 1, 2, 3. So, mehr brauchen wir schon nicht. Aber hier ist schon die Tür nach oben. Gut, ist aber nicht schlimm. Man braucht hier nur 10 Stück dafür, und dann brauche ich den ja noch. Dann habe ich alles für mein komisches Netherportal. Und schwupp. Jetzt noch eine Tür wäre cool. Hammer. Wirklich immer, dass diese komischen Schweinchen immer genau da durch den Bereich kommen, wo ich sie eigentlich nicht haben möchte, haben wollen würde. So. Nein, dass sie immer genau dadurch kommen, wo ich das nicht möchte, obwohl die mir voll auf den Sack gehen, die Viecher. Ist nicht cool, echt nicht cool. So, wir brauchen jetzt nur noch einen Feuerstein. Dafür brauchen wir einen Flint. Haben wir alle, glaube ich, oben oder haben wir hier unten noch einen. Überhaupt schon Feuerzeug in diesem kuriosen Spiel? Ne, glaubt man nicht. Gut. Hier sollte ich gern Flint kriegen. So, und hier sollte ich ein Eisen kriegen. Nice. Ist doch so schlimm mit diesen Steinen. Man benutzt die einmal. Und danach kommt die in den Müll. Danach braucht man die eigentlich schon für Jahre nicht mehr. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht für was. Noch nie durch das Spiel laufen und gesagt, jetzt ein Feuer wäre geil. Was bestimmt schon mal gehabt, aber jetzt ad hoc vergessen. So. Jetzt lädt er die Welt kurz. Erster Maneta. Hier geht er nicht über Wasser. Das gute alte Wasser. Das gute alte Wasser. Mal gucken, ob uns unsere nordischen Götter gnädig sind. Ah, sieht leider nicht so aus. Glow haben wir irgendwo. Okay, machen wir erstmal meine Lieblingsaufgabe hier. Mal dieses komische Portal schützen. Warum? Ich habe nämlich kein Feuerzeug dabei. Da wäre ein Feuerzeug jetzt wieder mal praktisch. So, jetzt können wir. Ups, da war ein Loch. Die können wir mal alle eben just schließen. So, hier bauen wir jetzt eine Wand hin. So, der kommt wieder weg. Muss ja nicht schön sein, sondern nur zweckgebunden. Wer greift mich hier an? Eine verkackte Fledermaus, ey. Alles kommt hier noch weg. Zack.
Nein, da wollte ich nicht rein. So, hier machen wir jetzt zu. Somit kann mich jetzt von drei Seiten schon nicht mehr töten. Also, muss ich ehrlich gestehen sagen, finde ich sehr gut. So, aber hier vorne müssen wir gleich noch was machen, weil da ein großes Loch ist. Ich habe 6 Glas dabei. Perfekt. So, und das kommt weg. Ups. So, jetzt gehen wir nach außen, nehmen die Tür. Das ist keine Tür, aber gut. So. Dann kommt hier eine Fackel hin und hier eine Fackel. Nicht hübsch, jedoch einzigartig. So, und hier machen wir erstmal ein bisschen Platz. Und machen uns das mal ein bisschen wohnlicher. Nämlich keine Lust, auf diesen leicht abzubauenden Stein zu arbeiten. Ich habe irgendwie immer das Talent, dass ich darin falle und sterbe. Als nächstes kommt hier in die Ecke ein Wegpunkt. Neu. Home. Perfekto. So, und jetzt können wir uns auf den Weg machen nach dieser komischen Erde. Wenn wir die finden. Wäre cool, wenn wir die finden, weil dann können wir nämlich unsere komischen Levels wegpacken. Aber ehrlich gesagt ja nicht so einfach, die zu finden. Haben wir hier Netherkohle, Netherquarz. Was ist das? Ach, das ist ein Wurm. Nimm mal den Hammer. Hau den Kram mal trotzdem ab. Weil wir den brauchen. Ich habe Angst, die Dinger explodieren. Ich weiß nicht wieso. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. So, Nether Sand. Ach, ist euer Ernst. Ups, hüpf. Geh da rein. Puh, na gut. Okay, Netherquarz haben wir gefunden. Nether Sand. Also Seelensand haben wir leider nicht gefunden. Doof. Aber gut, gibt schlimmer. So, es wird schon wieder Zeit für Bett. So, ich würde euch aber spontan mal sagen, wenn euch diese kuriose Folge hier gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wie auch immer. Daumen und Like ist das gleiche, ich weiß, ist mir aber egal. Joa, bis dahin, cheerio.